Hallo zusammen, ich hier ist wieder euer Chiller und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir uns hier in Maldraxxus erspielen können. Und zwar müssen wir da einmal Necrolord sein. Heißt, ihr braucht Necrolord Covenant, um euch einen Rare beschwören zu können und dann auch um den Mount Loot zu kriegen. Soweit es im Moment aussieht, können andere Leute zwar den Rare mit umhauen, aber können das Mount nicht bekommen. Um was für ein Mount handelt es sich, beziehungsweise was für ein Rare? Wir wollen uns einmal das Mount anschauen, Räubischer Seuchenrock. Ich habe das jetzt nach ein paar Tries bekommen gehabt, hier auch mit meinem Main-Char, der ist auch bei den Necrolords. Und dieses Mount kann von einem Mob droppen, der schimpft sich Giger. Und Giger befindet sich, machen wir mal die Tasche zu, hier unten in Maldraxxus auf den Koordinaten 31, 34. So, Giga ist kein Rare, der einfach spawnt und den ihr umhauen könnt, sondern ihr müsst ihn beschwören. Wie können wir ihn beschwören? Wir haben hier einen kleinen Faden, den können wir anklicken und dann können wir den rausziehen quasi. Das ist der letzte Faden, um das Konstrukt abzuschließen. Dann wird Giga gespawnt und man kann ihn unboxen. Diesen Faden sieht man nur als Necrolord, wenn man den Anima Conductor auf dieses Haus der Konstrukte umgeleitet hat. Also man hat im Sitz des Primus, das ist die Homebase von den Necrolords, diesen Anima-Conductor, den haben ja alle Covenants. Man kann ihn halt immer zu einem Ziel hier dementsprechend im Gebiet umleiten. Und der Anima-Conductor auf Rang 1 kann halt hier das Haus der Konstrukte und das Haus der Auserwählten quasi mit Energie versorgen. Ihr müsst das Haus der Konstrukte mit Energie versorgen und dann habt ihr die Möglichkeit, hier den Faden rauszuziehen. So, wenn ihr das jetzt nicht gemacht habt und trotzdem Necrolord seid, dürftet ihr, wenn ein anderer Necrolord das beschwört, trotzdem das Mount looten können, ja, soweit ich weiß. Soweit der Stand im Moment ist, können aber andere Covenants zwar den Rare mit umhauen, kriegen aber das Mount nicht. Ähnlich wie die Mounts, die jetzt die Vent hier in Revendrest nur looten können. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal das Mount an, beziehungsweise wir können auch den Rare einmal beschwören und dann kann ich euch das mal zeigen. Also, das Mount schimpft sich Räuberischer Seuchenrock. Es hat eine 2%ige Dropchance hier bei Giga. Ich habe ihn jetzt einige Male umgehauen, sagen wir es mal so. Wir lernen das jetzt hier einmal an der Stelle und gucken uns das mal an. Und zwar Rock muss ich eingeben. Rock. Wir hatten ja schon einen anderen von diesen Seuchen oder von diesen Rocks bekommen. Den hier hatte ich ja euch schon vom violetten Fehler. Und jetzt haben wir quasi noch eine zweite Farbversion und zwar hier Räuberischer Seuchenrock. Der ist jetzt eher so ein bisschen im grünlicheren Ton gehalten. Der andere war ja ein bisschen lila. Und ja, der sieht auch ganz nice aus. Ich muss jetzt mal gucken, gibt es noch mehr von diesen Rocks? Doch, einen gibt es noch. Hier. Den können wir uns aber anscheinend bauen über die Monstrositätenflickerei und das ist ja auch Only Necrolords. Okay, also hier haben wir unseren schönen Rock, unseren Seuchenrock. Ja, macht auf jeden Fall was her. Mount Special ist hier so ein bisschen Flügelschlagen. Ist auf jeden Fall ein schickes Mount. Passt auch sehr, sehr gut zu den Necrolords. Und ja, ich vermute auch, dass man dieses Mount wieder nicht mit den anderen Covenants reiten wird können. Wir werden es jetzt einmal testen. Und zwar Seuchenrock, Räuberischer Seuchenrock. Switchen wir mal mein zweites WoW rüber. Und ja, hier bin ich bei den Vent hier mit dem Char, aber nein, kein Problem. Also ihr könnt es mit einem anderen Covenant reiten. Ihr müsst es halt mit Necrolord euch eintüten, aber sonst ist es soweit kein Problem. Okay, haben wir uns das auch angeguckt. Fliegen kann es auch, wie ihr seht, obwohl die Flügel so ein bisschen knöchrig sind. Und ja, das waren eigentlich soweit alle Informationen, die ich euch geben konnte. Solltet ihr das Mount mit einem anderen Covenant bekommen haben, schreibt das gerne in den Kommentaren. Das hilft vielleicht den anderen Leuten auch. Und wir beschwören jetzt noch einmal den Mob, dass ihr das auch seht. Also wir haben hier heute das Haus der Konstrukte mit dem Anima-Conductor mit Energie versorgt. Kostet, glaube ich, immer 25 Anima. Ziehen hier den letzten Faden raus. Tada, da haben wir Giga. Hat 188k Leben. Und hat dann eine 2%ige Chance, das Mount zu droppen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat auch Glück, das Mount rauszuziehen. Ihr könnt ja euch auch einen Twink auf 60 basteln und dementsprechend dann nur fürs Mount farmen das Ganze zu den Necrolords gehen. Wie ihr gesehen habt, könnt ihr es ja dann auch mit eurem Main reiten. Okay, ich verabschiede mich, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.